Hallo Leute und willkommen bei Zauberworks TV. Ich bin Dustin und heute zeigen wir euch das Retention Vanish. Tristan hat euch das letzte Mal den French Drop gezeigt. Eine einfache Technik für eine falsche Übergabe. Dieses Mal zeigen wir euch eine Technik, mit der ihr dem Zuschauer Gewissheit verleihen könnt, dass die Münze in der Hand ist, weil sie noch bis zum letzten Augenblick sichtbar ist. Genau das erzielt ihr mit dem Retention Vanish. Legen wir gleich mal los. Schnappt euch eine Münze und dann erkläre ich euch, wie es funktioniert. Ich benutze eine halbe Dollar-Münze, das ist die Größe, die ich bevorzuge. Und um zu beginnen, greift ihr die Münze in eurer dominanten Hand. Ich bin Linkshänder, das bedeutet, ihr müsst umgekehrt denken, solltet ihr Rechtshänder sein. Ihr greift die Münze in eurer dominanten Hand zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Und zwar sehr leicht und an dem Rand. Das hier sieht für ein Retention Vanish nicht gut aus, sollte die Spitze sein. Je mehr Fläche der Münze sichtbar ist, desto besser das Retention Vanish. Ihr nehmt die Münze und haltet sie so, dass die beiden Finger gerade auf eure Hand zuzeigen. Nicht so, weil das sieht nicht normal aus. So. Und was ihr macht ist, ihr legt die Münze in die Hand, in diesen Bereich hier ungefähr. Die meisten Leute machen es hier, weil sie sonst Angst haben, dass die Finger blockieren. Aber das ist Blödsinn. Ihr legt sie hier hin. Was dann folgt ist, ihr schließt eure Hand und zwar folgendermaßen. Ihr schließt sie, aber eure Finger bewegen sich nicht. Bis zu dem Augenblick, wo ihr fühlt, dass euer kleiner Finger den Mittelfinger hier berührt. Weil ab dem Augenblick wisst ihr, ihr habt Cover und niemand sieht, was hier passiert. In dem Moment beginnt die eigentliche Bewegung. Ich sage euch das jetzt mehrmals. Das ist keine große Bewegung, die ihr macht. Was die Leute immer machen wollen, ist so etwas oder so etwas. Was ich möchte, ist, dass ihr euch wirklich Mühe gebt, eine kleine Bewegung daraus zu machen. Sobald die Hand sich darum schließt und der Mittelfinger den Ringfinger berührt, strecken sich euer Mittelfinger und Ringfinger aus, nicht komplett, einfach nur minimal, sodass ihr Fläche der Münze greifen könnt, so ungefähr. Und sie ziehen zurück, bis ihr in so einer Position seid. Diese Position nennt sich Fingertip Rest. Das ist die Position, aus der ihr in den Classic Palm kommen könnt, wie ich euch im letzten Video beigebracht habe. Slow Motion sieht es so aus. Geht langsam, der kleine Finger berührt und das ist die Bewegung. Ihr macht nicht so etwas, ihr macht nur diese Bewegung hier. Die Hand schließt sich, ihr macht nicht so etwas, sondern so schließt man eine Hand. Weil so könnte es für den Zuschauer wirklich wirken, als würdet ihr etwas da drinnen haben. So sieht es einfach aus, als würdet ihr, eine Faust machen. Ihr macht das Retention Vanish und von dort aus habt ihr sehr viele Optionen. Entweder ihr bringt die Münze von hier aus direkt in den Classic Palm und habt so Möglichkeit, schön frei die Hände zu zeigen, nachdem ihr das Vanish gemacht habt. Ihr könnt genauso gut in den Finger Palm gehen. Dazu greift ihr die Münze an den Seiten und dreht sie um, während ihr eure Hand dreht. Oder ihr schiebt sie mit dem Daumen in die Fingerpalm-Position. Eine dritte Option wäre, vom Fingertip Rest in den Thumb Palm zu gehen, den ich im letzten Video beigebracht habe. Also, noch einmal. Die Bewegung von hier aus in den Classic Palm sähe es so aus. In den Finger Palm sähe es so aus. Und in den Thumb Palm sähe es so aus. So, das war das kleine Tutorial. Ich verabschiede mich hiermit. Das war Zauberworks TV und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.